Hallo, zu Nintendo Direct reden drüber, sowas. Auf jeden Fall hier jetzt mal die wichtigsten Infos, meiner Meinung nach und so, oder alle Infos gekürzt von der Nintendo Direct, nämlich zu Super Smash Bros. Wird der Mewtwo-Charakter jetzt endlich bald erscheinen. 15. April bekommt die einen Download-Code, die beide schon registriert haben, bis zum 31. März das getan haben, also zum Beispiel ich. Es wird ihn aber auch später geben. Kostüme für die Mii-Charaktere wird es dann auch mehr geben, also die auch basieren auf anderen Nintendo-Charaktere, wie zum Beispiel aus Xenoblade Chronicles. Man wird auch die Möglichkeit haben, seine Screenshots und Bilder endlich zu teilen, was eines der besten Features aus Brawl war, was jetzt auch endlich in die Wii U-Fassung kommen wird. Und dann haben sie noch einen Kämpfer angekündigt. Nicht Ness, nein, den haben wir schon, sondern Lukas. Der steuert sich halt ungefähr genau gleich und so, aber die brauchen trotzdem noch ein bisschen. Und wichtig, man kann jetzt auf irgendeiner Website, ich kenne die Website nicht, ich habe mich nicht informiert, abstimmen, welche Kämpfer noch reinkommen sollen. Und ich habe keine Ahnung wer, aber ich würde sagen, ich hätte gerne einen Charakter da drin, der mir gerade nicht einfällt. Also, ja, egal. Auf jeden Fall wird es auch noch weitere Amiibos geben. Also jetzt nicht für, auch für Smash Bros., aber auch Amiibos, mit denen man einfach bei einer kostenlosen App aus dem eShop kann man sich dann irgendwelche zufälligen Klassiker mal 3 Minuten als Demo spielen. Also eigentlich wie in Smash Bros., nur, achso, das ist ja gar nicht mehr Brawl. Wie in Smash Bros., nur halt auch begrenzt. Und als das 30. Jubiläum für Mario ist, gab es ein ganz tolles Dings mit Mario Maker. Und es gibt bei Mario Maker kann man jetzt zwischen 4 verschiedenen Grafikstufen von dem allerersten bis zu der Wii U Grafik hin kreieren. Und es sieht irgendwie toll aus. Dann wurde über Yoshi's Woolly World gesprochen, es wird 2 Modi geben, nämlich den entspannten Modus und den klassischen Modus, zwischen dem man immer herschalten kann. Der klassische Modus ist einfach nur normal, es fordert, auch für erfahrene Spieler. Und der entspannte Modus ist einfach, man kann fliegen und ist halt überall leicht. Also man kann immer umher, wenn einem was zu schwer ist, kann man in den entspannten Modus wechseln und einfach drüber fliegen. Und zu diesem Spiel wird es einen neuen Amiibo geben. Und dieser Amiibo wird aus Stoff sein und nicht mehr so aus festem Plastik und so, sondern wirklich hier so aus Wollstoff, sowas. Und wenn man den ins Spiel benutzt, dann verfolgt er einen einfach und man kann ihn als Yoshi halt essen und werfen. Hört sich komisch an. Und Splatoon, wo wir bis jetzt nur die 4 gegen 4, den 4 gegen 4 Modus kennen, den ich auf der Gamescom gespielt habe, und die Kampagne, wo wir gegen irgendwelche Octo-Dinge kämpfen, gibt es jetzt auch noch die 2 neuen Modi, die angekündigt wurden, nämlich Herrschaft. Ist eigentlich online, man ist eigentlich auch 2 Teams, aber man kämpft nur um einen kleinen Bereich statt um die ganze Map. Das heißt also, es wird nur so ein Raum quasi von dieser großen Map sein. Dann gibt es das Duell-Dojo, das ist eigentlich auch entweder so ein kleiner Bereich oder eine große Map. Was online oder ich glaube, das ist nur ein lokaler 1 gegen 1 Modi. Also, dass man dann trainieren kann, was sind die besten Taktiken, wie ist die Map aufgebaut. Und zu Splatoon wird es auch Amiibos geben. Insgesamt 3. Und wenn man die Amiibos draufstellt, dann bekommt man bestimmte Missionen, die eben nur diese Amiibo hat. Und wenn man die erfüllt, dann bekommt man besondere Waffen oder auch besondere Ausrüstung. Zusätzlich wird es noch einen speziellen Tintenfisch-Amiibo geben, also so einen, wie wir hier unten sehen, nur in grün. Und der wird halt limited in einer speziellen Edition sein. Affordable Space Adventures ist ein sehr kleines, lustig aussehendes Spiel. Mehr Spieler ist nämlich möglich. Hier sehen wir unten links hier das Wii U Gamepad, wo man hier alles sieht: Fuel Engine, Thrill, Stabilizer, Mass Generator, Electric Engine. Also es soll auch mehr Spielern irgendwie möglich sein, dass irgendwie der Engineer dann irgendwie sagt, das Licht ist an oder Motor oder so. Aber der Kommandant muss also der Captain muss zum Beispiel erstmal sagen, ja, dann
kannst du es machen oder so. Habe ich nicht ganz verstanden, aber. Also es ist auf jeden Fall Zusammenarbeit und Kooperation alle nötig, wenn man mehr Spiele spielt, um zu überleben. Die Virtual Console bekommt Nintendo 64 Spiele und Nintendo DS Spiele. Nintendo DS Spiele wären zum Beispiel Mario Kart DS, WarioWare Touch, Yoshi's Island DS und Paper Mario. Finde ich jetzt alle nicht so, sind nicht so meins. Mario Kart DS gibt halt schon die Neuerung, deswegen... Aber Nintendo 64, Super Mario 64, super Titel muss ich mir holen, Donkey Kong 64, kenne ich leider noch nicht, Mario Galaxy 2, die Metroid Trilogy und Pandora's Tower, eines der besten RPGs auf Wii gewesen. Achso, aber das ist nicht von Nintendo 64, genau, das habe ich mir... Ja, ah ja, da hätte ich... Achso, ich jetzt unterteilen müssen, genau. Super, super. Sonst Sin and Punishment kommt auch von der Wii. Dann ganz toller Trailer, der mir sehr gefallen hat, war Shin Megami Tensei X-Fire Emblem. Und es sind eigentlich neue Charaktere da, die eigentlich diese Welten vermischen, aber es wird auch Gastcharaktere aus der Fire Emblem-Reihe geben. Also ich glaube, Shin Megami Tensei ist eigentlich die Welt, in der spielt. Also auf jeden Fall wird es also so sein, die Hauptcharaktere werden ein reales Leben haben. Und nebenan aber auch irgendwie so mit einer Fantasy-Welt in Verbindung stehen. Vielleicht träumen oder sowas. Horror wird es auf der Wii U auch geben, nämlich bei Project Zero, wo wir das Wii U Gamepad als Kamera benutzen können und es wurde versprochen, dass wir uns erschrecken werden. Und endlich kommt Attack on Titan Last Wings of Mankind oder wie es so heißt, auf jeden Fall in Europa raus. Ich habe so lange drauf gewartet und jetzt scheint es so zu sein. Das steht gar nicht. Die haben, glaube ich, nicht gesagt, wann es rauskommt oder doch. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Es wird auf jeden Fall den Story Mode geben, dann so einen Free Mode, Online Mode. Weiß ich nicht, ob der in Europa unterstützt wird. Aber es gibt viele Charaktere, die wir spielen können, wie Eren Jäger, Mikasa Ackermann, Levi, glaube ich. Sascha können wir spielen. Und bis zum 1. Juli sind die, glaube ich, ersten zwei Folgen von Attack on Titan kostenlos im Nintendo eShop herunterladbar. Also bis zum 1. Juli die ersten zwei Folgen Attack on Titan kostenlos im Nintendo eShop runterladen. Direkt danach folgten sie auf dem Direct mit Boxboy, einem Puzzle-Game, wo man als Boxboy einfach Boxen erstellt und so entweder sich eben an Boxen losziehen muss, Boxen als Treppen benutzt oder als Brücken. Also so ein kleines Puzzle-Game. Pokémon Rumble World hat über 700 Pokémon von allen Generationen und wird auch zum ersten Mal die Mega-Evolution benutzen. Was mich auch sehr gefreut hat, waren die News von den neuen Street Pass-Spielen, die man halt kaufen muss. Jeweils 4,99 oder beides zusammen 7,99. Weil ich habe immer sehr gerne diese Puzzleteile gesammelt oder rette die Krone für den Street Pass. Und jetzt gibt es Street Pass Fishing. Man kann also Fische sammeln. Es gibt sehr viele Fische. Und wenn man jemanden trifft bei Street Pass, kommt er zu einem. Und ich glaube, man muss aber herausfinden, welcher Köder für welchen Fisch ist oder so. Und es gibt halt sehr viele Fische. Dann gibt es Street Pass Zombies. Das ist ein Action-Game, wo jeder Mii, den wir treffen, wird dann mit uns auf diese Action-Reise gehen und die Waffen, insgesamt 26, also die Waffe, die der Charakter haben wird, die wird davon abhängig sein, welches Hobby er in seinem Profil angegeben hat. Frage ich mich auch, wie cool das umgesetzt werden kann. Dann gibt es noch Mii Lobby Premium, wo man halt auch noch mehr was zahlen muss. Dann kann man halt Geburtstage von den Mies eintragen und Mies als VIP festlegen in den Raum, zum Beispiel die von Freunden. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Puzzle and Dragons Z ist ein Puzzlespiel. Es hat halt also so eine Einreihen und dann fällt es runter. Es wird auf jeden Fall verschiedene Elemente geben. Die Viecher können sich entwickeln. Man kann Kombos machen. Und bald kommt auch die Demo zum Puzzle and Dragons Super Mario Bros. Edition, die dem ganzen Spiel auch beiliegen wird. Der Codename Steam ist von Intelligent Systems, hier von den Fire Emblem Team. Und wir werden dort eine Einheit spielen, die unter dem Präsidenten Abraham Lincoln ist.
und gegen Aliens antritt. Das hört sich sehr toll an. Es gibt den Deathmatch-Mode, in dem wir nur 60 Sekunden Zeit für eine Runde haben. Das heißt, es muss alles schnell gehen, nicht viel überlegen. Es wird auch eine Stelle geben, wo große Roboter, die wie Abraham Lincoln aussehen, gegeneinander kämpfen. Lokal und online wird ein Multiplayer vorhanden sein. Und man kann auf explosive Fässer schießen und die explodieren. Es kommt am 15. Mai 2015 raus. Fire Emblem. If. Wir werden das erste Mal wieder einen Charakter, erstellen können, aber diesmal wird unser Charakter der Hauptheld der Geschichte sein. Was uns jetzt folgende Möglichkeit gibt. Es gibt nämlich zwei Seiten, weiß und schwarz. Hoshido und Noah. Die Hoshidos sind ein friedliebendes Volk und die Noahs begieren nach Ruhm. Und wir sind jemand aus Hoshido, der in Noah aufgezogen wurde. Und wir müssen uns auch entscheiden, für welche Seite wir kämpfen. Nun, in Japan gibt es jetzt zwei Versionen zu kaufen. Also welche Seite man nehmen will. Aber es gibt die andere auch später billiger als DSC für die andere haben. Und es wird auch noch eine dritte Seite geben, die dann als DSC exklusiv erscheinen wird. Und das ganze Spiel scheint, also von den Waffen und auch von der Optik der Gebäude und so, diesmal sehr asiatisch auszusehen. Und der Charakter die Entscheidungen, die man trifft, beeinflussen den Charakter, die Story, Resultate oder auch die Kämpfe werden anders sein. Und es wird auch verschiedene Unterschiede geben zwischen den Seiten. Wenn man bei den Hoshidos kämpft, wird es mehr so traditionell sein. Man hat seine Verbündeten und damit schreitet man halt vor, immer weiter in der Karte. Und bei den Noah ist es halt so, man kämpft gegen eine Revolution an. Und es ist halt schwieriger und sehr viel aufreibender, weil man irgendwie zurück muss und wieder da was unterdrücken muss oder sowas. Nun kommen wir zu Animal Crossing Home. Karten werden unterstützt, die an sich nichts anderes als Amiibos sind. Und dann kann eben dieses Tier, was auf der Karte abgebildet ist, zu uns in das Spiel Animal Crossing Home Designer oder sowas, wie das heißt, kommen. In dem Spiel richten wir Gebäude für die Bewohner ein, je nachdem, wie sie sich das wünschen. Und die Amiibos können die anderen Tiere auch besuchen und man kann Fotos machen. Und das Letzte, was sie noch auf der Direct gesagt haben, war Mario Kart 8. Dort wird eben ein DSC kommen, was die Bewohner und Isabella und Knochenbowser als Charaktere freischalten wird. Eine Animal Crossing Rennstrecke und 7 andere neue Strecken, 4 neue Fahrzeuge. Und auf der Animal Crossing Rennstrecke wird die Jahreszeit der Karte jedes Mal, wenn man fährt, geändert. Also Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Sieht echt cool aus. Und die Rennspielversion von der Animal Crossing Music ist eben die, die im Hintergrund kommt. Und die wurde in einem Studio live aufgenommen. Am 23. April ist es soweit mit dem DSC. Und am 23. April kommt auch ein kostenloses Update für Mario Kart 8, nämlich die noch schnellere als sonst, die 200cc-Klasse. Und es wird dort schwieriger, eben wegen der schnellen Fahrt, um enge Kurven zu fahren oder zu bremsen. Also es gibt für jeden verfügbaren Kurs und es ist also noch ein Stückchen schwieriger. Ja, das war meine kleine Zusammenfassung. Ich hoffe, die war ganz okay, deswegen... Ciao.